So Freunde, jetzt bin ich wieder hier. Gegenüber von dem Wasserwerk hier. Scheiße, ich will hier die Sonne zu fotografieren, bringt da nicht so viel. So, aber hier ist jetzt doch dieses andere Gebäude vom Wasserwerk, was wir schon mal von hinten gesehen hatten. Tja, ob das hier nun genau sein soll. Irgendwie so eine Art Pumpwerk oder so weit. Das ist schon der Stromanschluss drin. Ne? Ja. Da ist auch so ein Seitenausleger der Havel hier. Die hat wohl da auch noch zu. Ja, hier sind ja diese ganzen. Ah, hier ist ja. Dieser Bereich wird Video überwacht. Ja, ich überwache jetzt auch mit Video. Berliner Wasserbetriebe, Wasserwerk Tiefwerder. Achso, okay, hier wird. Ja. Na, da wird wahrscheinlich. Nicht irgendeine Pumpe da drin oder so weit. Ja. Okay, und jetzt kommt hier ein Gelände vom Bogenschutzverein, aber nee, eigentlich ist das immer noch Wald, aber das ist jetzt hier alles eingezäunt. Okay, da steht auch noch irgendwas drin. Das steht hier irgendwo zum Wasserwerk hier. Das steht da. Also hier. Achtung, Bogensportgelände, Lebensgefahr, bleiben Sie außerhalb des Zaunes auf dem Gehweg. Aha. Na gut, gut, das kann natürlich sein, dass die hier auch mal ein bisschen im Gelände schießen hier. Ich weiß zwar nicht auf was, vielleicht auf Hasen oder so. Wir haben vorher auch als kleine Kinder versucht, hier mal Kaninchen zu jagen. Das ist natürlich auch nicht geglückt, aber gut. Wir hatten noch nicht so gute Bögen. So, siehst du, hier würde ich auch noch mal rüber gehen. Mal gucken. Oh. Hier steht das Wasser aber auf, oder? Tatsache, das ist hier richtig. Steht ja auch das Wasser schon, ey. Mann. Der Wasserspiegel ist total angestiegen hier, seitdem die hier diese Regionalbahn nach Spandau ausgebaut haben. Das ist ja so ein kleiner Weg. Und das wusste ich auch gar nicht hier. Auf der anderen Seite. Muss ja irgendwo hierher kommen. Ein kleiner Kanal sein und hier irgendwie verbindet. Ist jetzt hier nur so ein See oder? Ich dachte, hier ist ein Ausläufer, der noch weitergeht. Klein Venedig irgendwie. Ein bisschen tümpelig hier. So ein Haus. Ja. Na ja, interessant, interessant. Ich gehe mal wieder auf die andere Seite, weil mich das da mehr interessiert. Ich gehe immer noch auf der Suche bin nach dem Übergang. Über die S-Bahn oder unter der S-Bahn.
Tor durch. Wahrscheinlich von da. Und hier so einen kleinen Tümpel rum hier. Lebensgefahr. Und da ist noch irgendwie eine Art Bunker oder was soll das sein? Da ist nur eine Holzwand. Aus wie eine Holzwand. Ja, vielleicht haben sie da irgendwie. Machen sie da öfters mal irgendwelche Schießscheiben drauf oder so. Zielscheiben. Schießen dann da drauf. Und was ist das denn jetzt hier eigentlich? Hier ist auch nochmal ein Anhang. Das ist doch ja nicht. Hier nochmal, wo dieses gelbe Haus war. Ja. Scheint so. Welches hier 195? Was steht hier? Ach, hier wohnen richtig Leute. Opitz, Gockel. Ja, Laser, Habel. Ich will mal geschlossen halten. Naja, da sind vielleicht Mitarbeiter hier vom Wasserwerk oder so, die hier wohnen. Vielleicht müsste das ja rund um die Uhr überwacht werden oder so. Hier blattern die auch ganz schön, glaube ich hier. Was haben wir hier? Auch wieder so eine Art Zielscheibenkasten. Ja, sieht so aus. So, da oben fährt wieder die S-Bahn. Dass die ganze Elende hier gekauft haben. Der Bogenverein. Die haben ja früher mal nur Hockey auf der Wiese gespielt, die wir wahrscheinlich nachher auch noch sehen werden hier. Naja, gut. So. Hier auf der Seite kommt jetzt irgendwann der faule See. Aber noch nicht gleich. Hier ist da dieses kleine Venedig dahinter. Und hier haben wir noch das Gelände vom Bogenschießverein. Das sehen wir eigentlich oft. Bogenschützenverein. Ist ja auch witzig hier. Die ganzen Sträucher so hoch gerankt, das ist fast wie so ein künstlicher Sichtschutz, aber ein natürlicher. Witzig gemacht, braucht man ja keine andere Blende mehr, um hier nicht durchkicken zu können. So, da hinten so eine große grüne Fläche. Das scheint das zu sein. Oh, kann man nicht erkennen, was das ist. Was ist da drüben eigentlich? Mal gucken, hier sind noch so die letzten Ausläufer hier. Ja, ist schon fast ausgetrocknet hier. Oh, hier ist ein Moorgelände mit umgefallener Baum. Ich glaube, früher, als ich
was hier noch höher stand. Oder alles mal hier miteinander verbunden, hier die ganzen kleinen Flüsschen hier, die hier so lang flossen. Hier ist so eine Rampe für Abwasser, Straßenwasser. So. Wieder so eine Schießwand. Wo hier vielleicht die Zielscheiben hängen. Dran oder so. Guck mal, diese roten Pfeiler. Vielleicht wie so eine Art Mini-Golfplatz, bloß für Bogenschützen. Ne? Ja. Da drüben ist auch eine Tür. Auch ein offenes Feuer, Licht und Feuer verboten. Gut, schon ja. Naja, da scheinen die dann irgendwie aufzuschießen. So. Jetzt mal zu der Zonentour gehen hier. Steht hier noch Berliner Wasserbetriebe. Wasserschutzgebiet. Ja, ist das hier alles Wasserschutzgebiet hier? So, ungefähr hier hinter auf der linken Seite hier müsste jetzt eigentlich der Faule See liegen. Und hier, das hier. Ja, hier ist so ein genau Hochstand. Ach, hier merkt man so richtig diesen märkischen Boden und diesen märkischen Birken und Sand. Das hat irgendwie so ein richtiges Feeling. Das ist hier in der Mark Brandenburg oder wie man das nennt. Und die hatte ich früher auch mal so, wenn wir früher so, weiß ich, in den 60er, 70er Jahre so durch den Osten gefahren sind, da hattest du so richtig so einem schönen Tag so das Gefühl. Dieser märkische Sand, der war ja immer nie so fruchtbar. Halt hauptsächlich so Kiefern und Fichten so gewachsen. Was steckt da am Boden? Ja. Vielleicht noch was vom Boden schießen. Ja. Oder ein Mess. Na jedenfalls. Ah, ist ja richtig schön heute hier, dieser Kiefernwald. Tannenwald. Was sind das eigentlich für Bäume hier? Bringt mal durcheinander. Kiefern, Fichten, Lärchen. Nee. Oh, ich würde ja. Und was von dem wird schon sein. Na gut, hier ist schon wieder dieser typische märkische Sandboden, so ein bisschen mit Gras drauf. Früher, so in den 30er Jahre, da gab es dann noch nicht so einen hohen CO2-Level. Da war das alles doch kahler irgendwie. Heutzutage wuchert das ja hier alle total schnell voll. Also, aber da sieht man mal eigentlich, dass der erhöhte CO2-Level. Oh, was ist denn das? Eine Schildkröte oder was? Ist das eine Attrappe oder was? Oder ist das eine richtige Schildkröte? Ist ja krass. Augenblick mal, jetzt muss ich mal nochmal ranzoomen. Komm schon.